Sonntag will der SV Werder Bremen im Weserstadion die nächsten 3 Punkte holen und damit den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Gegner ist RB Leipzig. Das Abschlusstraining ist vorbei und es war ein sehr unterhaltsames Abschlusstraining. Es ging los mit einem Geburtstagsständchen für Jiří Pavlenka, der ist 26 Jahre alt geworden. Und dann hat der Sportskamerad Marco Friedl seinem österreichischen Kollegen oder Landsmann Florian Kainz erstmal so ein bisschen die Haare gemacht. Kleiner Friseurbesuch mitten im Training. Na, und dann gab es eine kurze Schrecksekunde und zwar mit Max Kruse und Thomas Delaney. Ausgerechnet die beiden Superstars, würde ich mal sagen, sind mit den Knien zusammengestoßen. Die haben sich kurz, der Thomas Delaney blieb sogar ein bisschen liegen. Musste aber keiner behandelt werden, haben dahinter wieder gelächelt, konnten weitermachen. Also sind am Sonntag natürlich mit dabei. Und ja, alle sind mit dabei, außer Augustinsson und Johansson. Das war bekannt, die sind verletzt, fallen aus. Und ja, beste Laune hier beim Abschlusstraining. Und die Leute waren sich alle ziemlich sicher, das wird ein Sieg gegen Leipzig. Ja, das wäre schön.